Du bist kein Free. Wir sind der nächste Schritt in der fucking Evolution. Brauche kein Schutzschild. Ich lege vor und der Beat macht den Rest. Hey, hör mal nicht frech. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es mal wieder was ganz anderes ist. Ich mag das sehr, dass unser Regisseur Felix Binder mich gerne für so ganz andere Rollen sieht als andere Leute. Und dann schickt er mir so ein Buch von so einer Superheldin und das war sehr cool, habe ich mich sehr gefreut. Es wird von deinem nächsten Lohn abgezogen. Und die Beförderung, die kannst du auch vergessen. Froh sein, Mensch! Soll ich Ihnen mal zeigen, wie mutwillige Zerstörung wirklich aussieht? Die Entwicklung vor allem. Also das ist für uns Schauspieler natürlich immer total spannend, wenn wir eine Figur spielen dürfen, die eine so große Entwicklung im Film durchlebt. Und das war eigentlich so der hauptausschlaggebende Punkt, warum ich zugesagt habe. Ich glaube, ich habe durchaus eine Gemeinsamkeit mit der Wendy, wenn ich an meinen Beruf denke. Weil ich habe mir war nie klar, ganz viele Jahre war mir nicht klar, dass so viel Kraft in mir steckt. Ich habe ja ganz viele Jahre lang Filme gedreht, habe mit 10 Jahren schon angefangen. Und fürs Fernsehen spielt man natürlich sehr fein und sehr nur mit den Blicken und die Kamera fängt alles ein. Und als ich dann angefangen habe, Schauspiel zu studieren und für die große Bühne spielen musste, war ich völlig eingeschüchtert und dachte, oh Gott, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht so aus mir rauskommen und so laut und extrovertiert spielen für die letzte Reihe. Und es hat auch lange gedauert, bis es irgendwann einen Klick gemacht hat. Und dann ist der Moment aber gekommen und plötzlich stand ich ganz groß und selbstbewusst auf der Bühne und mit ganz viel Kraft und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, eine Parallele zur Wendy, die plötzlich, ohne dass sie wusste, dass es in ihr steckt, diese Kraft entdeckt. Und das finde ich sehr spannend. Batman ist ein reicher Sack, der sich mit geerbter Kohle einen Haufen teures Spielzeug kauft. Sonst nichts. Er hat keinerlei echte Superkräfte. Er ist trotzdem cooler als du. Jetzt pass mal auf, du Hosenscheißer. Ich muss nur meinen kleinen Finger hier reinstecken und die alle hier Elmer, drin. Komm mit. Ja, gute Frage. Das weiß ich gar nicht, warum die deutschen Filmemacher sich bis dato gar nicht so daran getraut haben. Es mag sein, dass natürlich irgendwie die Budgets einfach zu begrenzt sind, um dann nachher auch wirklich was Cooles draus zu machen, weil es muss schon einfach irgendwie auch cool aussehen und es gibt so viele so gute Vorbilder für so geniale Superheldenfilme. Da ist natürlich, wenn dann der Zuschauer nachher denkt, naja, okay, sie haben es versucht, wäre natürlich schade, ne? Das ist natürlich klar. Aber keine Ahnung, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass wir Deutschen natürlich immer gerne was Realistisches erzählen und was gar nicht so abgespaced und man braucht ja auch einen gewissen Mut dazu zu sagen, wir erzählen jetzt was einfach nicht real ist und wir geben all diese Power da rein und das könnte vielleicht sein, dass das den Deutschen gar nicht so liegt, aber das wäre jetzt die einzige Erklärung, die mir einfällt. Ich glaube, jeder Mensch wünscht sich natürlich irgendwann an irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben, dass er irgendwelche Superkräfte hätte, ne? Egal welche das wären. Und ich glaube, das macht einfach immer wieder Spaß, Filme zu sehen, die zeigen, wie könnte es sein und wie würde es sich anfühlen und wie würde derjenige, der diese Superkraft hat, damit umgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Faszination ist nach etwas Außergewöhnlichem, die nie abreißen wird, weil wir uns alle ja immer vorstellen, was wäre, wenn. Und du? Was kannst du? Er ist unverwundbar. Ich glaube, das Besondere an Freaks ist vor allem, dass wir weniger einen fertigen Superhelden sehen, der schon fertig weiß um seine Kräfte und einfach schaut, was er damit machen kann und wen er alles retten kann, sondern es ist ja vielmehr die Entdeckung der Superkräfte. Und das ist für mich das Spannendste an dem Film. Wie geht eine ganz normale Frau, die irgendwie ihren Mann und ihr Kind und ihr Haus hat, damit um, wenn sie plötzlich Superkräfte entwickelt? Super, super. Es gibt manchmal Schauspieler am Set, das ist nicht oft, das kommt nicht oft vor, aber
es gibt manche Schauspieler am Set, die einfach immer eine ganz, ganz tolle Atmosphäre schaffen. Einfach nur dadurch, dass sie da sind. Man hat immer gute Laune, man unterhält sich immer gerne mit denen. Die machen einfach immer eine gute Atmosphäre. Und deswegen war das sehr, sehr schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und Wotan war auch sehr lustig, weil Wotan hat ja, ich weiß nicht ganz genau, welchen Hintergrund er hat, aber er kommt auf jeden Fall aus einer elektrotechnischen Schiene und hat uns dann immer erklärt, ja, nee, das, was Elektromänner macht, das geht so gar nicht, das muss schon so und so sein. Und das war wahnsinnig lustig immer in den Vorbesprechungen, weil er dann immer erklärt hat, wie es richtig ist. Hey, du bist einer von uns. Ja, also erstaunlicherweise war der Moment, wenn Wendy einmal kurz am Boden des Pools sitzt, für mich eine ziemliche Herausforderung. Das habe ich gar nicht so erwartet vorher, weil man kennt das ja, dass es mal Szenen gibt, die unter Wasser spielen oder Fotoshootings, die unter Wasser gemacht werden oder so, aber ich habe das bisher nie gemacht. Und die Schwierigkeit war daran, wirklich den Mut zu haben, ich gehe auf den Grund des Wassers. Es war dann letztlich gar nicht so tief, der Pool, und das hat dann auch alles geklappt. Aber das Training vorher hat mich echt herausgefordert, den Mut zu haben, unter Wasser zu gehen, die Luft anzuhalten und zu vertrauen, dass man rechtzeitig wieder hochkommt. Und da musste ich eine ganze Weile dran üben, bis ich das so entspannt geschafft habe, dass es dann am Drehtag auch gut funktioniert hat. Natürlich vor allem die Stunt-Szenen. Das war natürlich super irgendwie, wenn wir da also durch die Luft gesprungen bin ich selber gar nicht. Das hat dann letztlich dann doch die Stuntfrau gemacht, weil es zu gefährlich war wegen der Häuserwand. Aber all diese Sachen, wenn dann die Stunt-Leute am Set sind, ich mag das einfach, weil das bringt immer noch mal so eine neue Komponente mit rein. Wir haben natürlich immer unseren Alltag da am Set und drehen und spielen, und wenn die Stunt-Leute da sind, dann muss man sich immer noch mal ganz anders konzentrieren und die Handgriffe wirklich, die Choreografien wirklich richtig machen, und das macht mir als ehemalige Tänzerin auch total viel Spaß. Elektroman. Ja, das ist mein Superheldenname. Elektroman. Ja, meine Lieblingsszene ist der Moment, wenn Wendy abends an den Sportplatz kommt und ihren Sohn abholt, und der wird wieder einmal drangsaliert von den drei Nachbarsjungen, und sie hat aber schon ihre Kräfte und klärt das dann mal ganz kurz auf ihre Art und Weise, dass die Jungs damit aufhören. Und das ist einer meiner Lieblingsmomente im ganzen Film. Da war ich gar nicht involviert. Ich spreche zwar gut Englisch, aber nicht so akzentfrei, dass das, glaube ich, attraktiv gewesen wäre, wenn ich das selber gemacht hätte. Ich habe tatsächlich schon reingeschaut in die türkische Fassung und in die französische Fassung und in die englische Fassung. Und es ist unglaublich lustig, sich selbst zu hören, auch zu schauen, auch bei den Kollegen, wie werden die Stimmen ausgesucht. Mein Film-Ehemann spricht in der, glaube ich, in der englischen Fassung wahnsinnig tief plötzlich, und das ist so lustig. Ich hab sehr, sehr viel Spaß gehabt dabei, mir das anzuschauen. Ich glaube, es hat auf jeden Fall einen sehr großen Wettbewerb hervorgerufen, ne? Und ich bin sehr großer Fan davon, die Filme dann schauen zu können, wenn ich das möchte. Ich bin auch sehr froh, dass auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen so gut nachziehen, meiner Meinung nach, und dass die Mediatheken wirklich deutlich professioneller sind als noch vor ein paar Jahren und auch der Content irgendwie total ansprechend ist. Ich schaue sehr, sehr gerne auch im ZDF und ARD-Mediathek diese Miniserien, die jetzt immer wieder gedreht werden, rauf und runter oder eben selber bei Netflix. Und das, finde ich, macht einfach Spaß, diese Verfügbarkeit tatsächlich. Das passt zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung, immer alles verfügbar zu haben und immer alles auch irgendwie mitzunehmen. Ne? Wenn ich jetzt hier zu Hause schaue, ich Netflix in meinem Programm. Wenn ich zu meinem Bruder nach Dresden fahre, dann mache ich einen Fernseher an. Zack, ist alles wieder da, wo ich gerade aufgehört habe. Das finde ich natürlich schon extrem praktisch. Also ich habe damals, meine allererste Serie war damals 6 Feet Under, die ich wirklich komplett durchgeschaut habe. Dann habe ich mit meinem Bruder gemeinsam alle Staffeln von Breaking Bad durchgeschaut irgendwann mal, parallel zum Dreh. Ich kam dann immer abends nach Hause und wir haben immer 3-4 Folgen, bis ich gesagt habe, ich muss jetzt ins Bett, ich muss morgen drehen.
Dann, ach so, und Dark natürlich. Dark habe ich jetzt sehr gerne geschaut und mich auf die letzte Staffel gefreut. Und jetzt bin ich gerade wieder beim ZDF auch hängen geblieben mit Slöborn spricht man es aus, soweit ich weiß. Genau. Die ja auch brandaktuell ist und wo man auch sieht, okay, ganz so schlimm ist es bei uns noch nicht mit Corona. Ja, das sind so die letzten Sachen, die ich geschaut habe. Ja, also wir haben im März damals unseren Tatort-Dreh unterbrochen, als die Pandemie sozusagen ausbrach, der Lockdown irgendwie kam. Und dann haben wir im Mai, Juni fertig gedreht und wir stehen jetzt auch 2-3 Wochen vor Drehbeginn der nächsten Folge. Ja, also wir haben natürlich diese Tests, also wir müssen immer wieder Corona getestet werden. Also ich bin jetzt irgendwie auch schon 20 Mal getestet worden. Das ist doch wahnsinnig unangenehm, oder? Also ich bin auch einmal getestet worden. Also bei mir war es halt mit Nase und Rachen. Also das ist. Ich hatte immer nur Rachen, aber es ist super eklig, weil die so tief reingehen und man immer so voll den Hustenanfall bekommt. Ja, und dann haben wir natürlich am Set die Maskenpflicht, ist ja klar. Und wir haben so Plexiglasscheiben zwischen uns, wenn wir Mittag essen, und die Abstandsregeln. Was am Anfang einfach so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil man einfach schauen muss, dass sich alle wirklich dran halten und dass dann einfach auch im Zuge des Drehs, der ja dann doch immer sehr lang geht und sehr anstrengend ist, jeder sich weiter dazu ermuntert, dabei zu bleiben irgendwie mit dem Abstand. Aber alles in allem war es nicht so schlimm, wie es befürchtet hatte, als wir damals im Juni fertig gedreht haben. Thank you.